Das Hochgenuss im Odenwald. Hier werden traditionelle Speisen der Region kombiniert mit weltlichem Flair. Ursprünglich sollte es nur ein Hobby sein. Jetzt ist Anke Tennigkeit Vollzeit-Restaurantbesitzerin inklusive Sternekoch. Wir haben aus Versehen dieses Haus gekauft, weil es so einen schönen Ausblick hat. Wir wollten hier wohnen und dann war dieses Restaurant da. Und weil es so schön ist, haben wir es nicht übers Herz gebracht, Wohnraum oder sonst was draus zu machen. Und dann haben wir das mal selbst gemacht, weil wir dachten, es wäre nicht so viel los. Und dann war anderthalb Jahre vom ersten Lockdown haben wir angefangen. Und auf einmal haben wir das ein bisschen leidenschaftlich angetrieben und dann hat hier die Hütte gebrannt. Das Ganze ist ein zu großes Format geworden und dann habe ich mir gewünscht, dass ein Profi an meine Seite kommt, der die Küche matcht. Seit 1. Juli ist Manju Restaurantleiter. Der Sternekoch wurde in Sri Lanka geboren, hat in Luxusresorts auf den Malediven, in Thailand und Singapur gearbeitet. Nach Neunkirchen im Odenwald gelangt der 36-Jährige über einen Freund. Als ich das erste Mal herkam, habe ich die Gegend sofort geliebt. Es ist ruhig und authentisch. Klar, auch eine Herausforderung, aber das mag ich. Zu den Herausforderungen gehört auch die deutsche Sprache. Deutsch ist etwas kompliziert. Zum Lernen werde ich wohl eine Schule besuchen müssen. Das ist ein sehr simpler, gemischter Salat mit Ziegenkäse. Der ist mit Sesam eingewickelt und ein bisschen knusprig. Manju sorgt für neue Geschmackserlebnisse. Traditionell hessischer Handkäse zum Beispiel wird vom Sternekoch neu interpretiert. Das erste Mal kennengelernt habe ich Handkäse beim Bewerbungsgespräch mit Anke. Ich weiß inzwischen, dass er sehr traditionell für die Region ist. Das ist ein selbst kreiertes Dressing aus Himbeeren und Weintrauben. Der Saft passt sehr gut zum Handkäse. Frische, möglichst regionale Zutaten sind Manju besonders wichtig. Schon sein Papa hat als Koch gearbeitet und sogar Queen Elizabeth II. Bei einem Besuch in Sri Lanka verköstigt. For me, cooking is everything. Kochen ist alles für mich. Ich arbeite seit fast 22 Jahren als Koch. Für mich ist es das Größte. Restaurantinhaberin Anke führt hauptberuflich eigentlich ein IT-Unternehmen. Ihr bisheriges Hobby, das Restaurant Hochgenuss, darf Küchenchef Manju jetzt Vollzeit übernehmen und ganz bewusst mit Traditionen brechen. Ich sage, wir brauchen Torte, sonst kommen die Leute mittags um 3 nicht. Und da muss irgendwas sein, was da nicht reingehört. Bitte eine Zutat, die nicht reinpasst. Und dann kriege ich eine Torte, da ist Paprikapuder drin, das wir selbst gemacht haben. Oder heute gibt es was mit Chili. Und das funktioniert einfach. Und wir haben viel Spaß bei dem Ganzen. Eine andere Eigenkreation ist das süß-saure Sommergemüse mit mariniertem Forellenfilet. Als Topping gibt's Chips der Bittermelone. Ein Kürbisgewächs, vorwiegend aus Südamerika. Viele von Manjus Gerichten sind zudem mediterran geprägt. Ich bin begeistert von der italienischen Küche, denn dort habe ich 11 Jahre gekocht. Aber mir gefällt auch immer, etwas ganz Neues auszuprobieren. Überraschend neu für ihn sind zum Beispiel Bratkartoffeln mit Speck und Kochkäse. Ich war wirklich schockiert, als ich gesehen habe, wie simpel und zugleich gut das ist. Das Neunkirchner Pfännchen mit Kartoffeln, Speck, Spiegelei, Gürkchen und Kochkäse gibt's für 14 Euro. Eine große Portion Kaiserschmarrn mit hausgemachtem Früchtekompott für 15 Euro. Wer keine Lust hat auf à la carte, kann sich auch von Küchenchef Manjus internationalem Gerichtemix überraschen lassen. Auch Gerichte, die man kennt, sind hier immer, finde ich, sehr kreativ zubereitet und immer mit frischem Gemüse. Das ist das, was uns am meisten gefällt, dass es immer wie frisch aus dem Garten ist. Ich finde es sehr anregend, ja, diesen Versuch zu machen, so einen Spagat zu finden zwischen historischem Angebot, was Essen betrifft, und Neuinterpretationen. Das, glaube ich, ist zukunftsträchtig. Wir haben auch noch vor, den Wald zu entdecken. Also wir erkennen noch nicht Brennnessel oder Maikraut. Und wir wollen auch damit in Zukunft
ein bisschen uns fokussieren, was wächst hier um uns rum, wo wir eben nicht so weit fahren müssen. Was wollen wir daraus machen? Das Hochgenuss im Odenwald hat Montag und Donnerstag ab 15 Uhr, Freitag bis Sonntag ab 19 Uhr geöffnet. Ab September gibt es spezielle Dinnerabende, frei nach Manchus, Rezeptinterpretationen.